Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich muss euch sagen, ich war die Woche ein bisschen hamstern. Aber nicht nur wegen Corona, sondern auch einfach so. Und ich muss meine Hamster-Dinger jetzt von meinem Korb in diesen Rucksack umfüllen. Und ich dachte, während ich das mache, kann ich ein bisschen mit euch plaudern. Und euch vielleicht so ein bisschen meine Hamster-Sachen zeigen. Also zum einen habe ich unglaublich viele Salzletten gehamstert. Weil meine Mutter ist da ganz verrückt danach und die liebt Salzletten. Und wir haben so, ich habe so das Motto gehabt, ich kaufe einen für den Fall, dass wir uns irgendwie anstecken und mit so einem erkältungssymptomartigen Ding im Bett liegen und nicht mehr rauskommen. Aber ich sage, wenn es wirklich soweit ist, schläge ich mich zu meiner Mutter, weil dann bin ich noch sicherer. Weil dann kann ich sagen, Mama, lauf du. Ja, also dann kuschle ich mich ganz eindeutig ein und mache das Kleinkind. Ja, und so kommt es, dass ich jetzt halt 4 Packungen Salzletten gehamstert habe. Und ich muss sagen, als ich beim Einkaufen war, das war echt übel. Da war es teilweise schon so, dass da wirklich die Leute nichts mehr bekommen haben. Und was auch noch bei uns war, dass da so ein älteres Ehepaar war. Ja, also nächster Ding ist Mannerkekse mit Haselnuss. So, die müssen ja jetzt auch rein in den Rucksack. In meinen Notstandsrucksack. So. Dann haben wir hier noch Mannerkekse mit Karamell. Jetzt haben wir offiziell den Rucksack voll, aber ich habe noch was. Aber das ist jetzt in Ordnung, das kann ich jetzt auch anderweitig noch verstauen. Nämlich die einen, die habe ich noch gekauft. Weiß noch gar nicht, was die sind und die hier. Ja, und auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war, als wir beim Einkaufen waren, um meine Vorräte aufzufüllen, war es dann so, dass wir am selben Tag war noch ganz viele andere da. Und unter anderem war da auch so ein Ehepaar. Und das Ehepaar hatte einen Einkaufswagen, der war wirklich randvoll mit kartonweise Zeug. Und die haben immer noch weiter gehamstert und immer noch weiter gehamstert. Und dann war es so, dass der Ehemann auch noch die letzten Kästen Wasser, die ich gerade haben wollte, sich hamstern wollte. Und in dem Moment ist mir dann echt nichts Besseres eingefallen, als mal ganz kurz dezent zu machen. Und dann ist er ganz schnell weggelaufen nach dem Motto, oh oh. Dann habe ich mir so gedacht, okay. In dem Moment ist mir echt, aber ich habe wirklich nicht besser, ich habe mir dann in dem Moment nicht besser zu helfen gewusst. Und ja, ich bin auch gefragt worden, ob alles okay ist. Und habe gemeint, ich habe mich verschluckt. Und war auch so, ich habe mich in dem Moment auch verschluckt, weil ich sagen wollte, ich habe mich an meinem eigenen Wort, ich wollte sagen, gehen Sie bitte weg von den Kästen, ich brauche die jetzt. Und habe das aber nicht rausbekommen. Und dann habe ich mich an meiner Luft verschluckt und habe dann angefangen zu husten. Und hätte ich früher gewusst, dass das so effizient ist, hätte ich das vielleicht noch öfter gemacht. Ja, mein Vater, der hätte einmal Waschlappen gebraucht. Davon kriegt er auch nur noch ganz wenig. Da darf man gerade nur 2 Packungen kaufen pro Person. Und das ist, er braucht insgesamt aber 4. Also muss meine Mutti noch ein zweites Mal los. Was gibt's noch? Die Regale sind leer gekauft, was echt erschreckend ist, weil ich vor kurzem hat ja mein Lieblings-Edeka zugemacht und da waren dann auch die Regale leer, aber bei Gott waren die noch voller als gerade zur Zeit. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen, wenn man sich das überlegt, dass eine Ladenauflösung noch mehr Sortiment hat als im Moment die Läden, das ist erschreckend. Und vor allem, ich frage mich, ob die Leute überhaupt darüber nachdenken, wie lange das Zeug haltbar ist. Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt geguckt auf die Ablaufdaten und alles und habe so lange wie möglich haltbares Zeug mir gekauft. Und halt, meine, die schmecken gut. Ich mag die. Ja, und so habe ich das dann eben gemacht und habe gehofft, dass ich dann alles bekomme. Und habe dann auch eigentlich fast alles von meiner Liste bekommen, nur eben keine Nudeln mehr und kaum Mais. Und es haben noch 2 Sachen gefehlt. Milch gibt es auch nur noch sehr wenig. Heute war zum Glück bei uns der Eierbauer da, also haben wir noch Eier. Und
Hefe, Mehl, hatten wir auch heute über Bett erzählt, dass es das auch inzwischen ein kostbares Gut geworden ist. Ja, und ich für meinen Teil, ich habe dann eben das gehamstert, was ich auch wirklich brauche und was auch für den Alltag ist. Und die waren halt im Angebot 1,99, sonst kosten die 2,99, da ist 1 € gespart. Und so habe ich die mir halt mitgenommen. Es klingt wie so eine Dauerwerbesendung schon wieder. Ja, und ja, ich bin jetzt für mich persönlich gespannt, wie es in nächster Zeit weitergeht. Ich hoffe, dass mein Vater natürlich zu seiner Kur kann. Ich hoffe auch, dass meine Mama und ich dann sozusagen unsere freiwillige Quarantäne antreten können, weil ich habe extra alles geholt, damit wir uns in freiwillige Quarantäne begeben können, weil es halt ja immer noch die Sache ist, man sollte nicht nur Quarantäne, wenn man sich ansteckt, sondern auch vielleicht ein bisschen Freiwillige, weil eben die Krankenhausbetten sonst nicht reichen. Und ich habe hier immer dieses, also jedes Mal habe ich so das Gefühl, kommt das wahr? Ja, aber es liegt, also zu meiner Verteidigung, und so zur Erklärung, genau da oben ist bei uns die Lampe und die strahlt in einem fiesen Ding hier runter und mir immer jedes Mal so im Winkel ins Auge und dann mache ich immer so und dabei entsteht diese Falte, wie ich jetzt gerade bemerkt habe. Ja, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was ich eigentlich, worum es eigentlich gerade gegangen wäre, war, ja, ich hoffe, dass mein Vater die Kur antreten kann. Wenn nicht, dann haben wir auch schon Programm. Weil das Ding ist, und das ist etwas, was viele Leute nicht bedenken, wenn man Bunker hamstern, ist ja die eine Sache und hamstern ist auch gut, bis zum gewissen Grad. Aber man sollte halt auch ein bisschen was für die älteren Leute oder auch kranke Leute da lassen. Oder eben auch Leute mit Behinderungen, die auch ihre Einkäufe machen müssen. Oder eben auch Leute, die nur ihre alltäglichen Einkäufe machen. Da ist es echt doof, dass man gerade, dass alle alles hamstern. Und ja, und was eben wichtig ist auch, ist, dass man sich für was zum Beschäftigen sucht. Und wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, glaube ich ja auch, dass es vielleicht Stromausfälle geben könnte, weil so viele Leute dann zu Hause sind und es das Stromnetz dann überlasten könnte. Und da ist dann mein Tipp, dass man sich auch Sachen so suchen sollte, die man offline machen kann oder auch ohne Strom. Also meine Eltern und ich, wir haben uns jetzt also wir werden Risiko wahrscheinlich spielen während der Zeit, wenn es keinen Strom gibt. Wenn es Strom gibt, werden mein Vater und ich wahrscheinlich Super Mario spielen. Super Mario Party 10. Also wir sind vorbereitet auf die Fälle der Fälle. Und ja. Ja. Und dann werden wir halt, und dann halt alltägliche Sachen, aber halt eben ohne rausgehen. Und ich werde euch jetzt ein kleines Familiengeheimnis verraten. Ich kann euch jetzt schon sagen oder verraten, wie bei uns der Budenkoller, wie das sich verteilt. Also meine Mutter wird keinen kriegen, weil die ist immer, die wird sagen, ich kann ja noch in den Garten, aber wahrscheinlich wird sie das dann auch nicht können. Und dann wird sie wahrscheinlich eher einen schnelleren Budenkoller kriegen. Mein Vater, der wird dann der Nächste sein, weil der ist ganz schlecht darin, sich zu beschäftigen, ohne irgendwie einen Fernseher oder ohne irgendwas Flimmriges in der Nähe zu haben. Und ich bin dann nach meinem Vater die als nächstes den Budenkoller kriegt, weil ich bin gut darin drin zu bleiben. Und ja, jetzt wenn alle sagen, ich mache ja sonst auch nichts anderes, aber ich brauche immer diesen gedankliche Option rausgehen zu können. Wenn ich die nicht habe, dann geht bei mir irgendwie so ein, ja, so ein, wie so ein Schalter um und dann wird es schwer. Und meine Mutter, wenn sie eben in den Garten kann, wird gar keinen kriegen. Wenn sie nicht in den Garten kann, ist sie dann nach mir dran mit dem Bodenkoller wahrscheinlich. Also, ja, wird spannend. Gut, schreibt mir mal gerne in den Kommentar, ob ihr auch schon so Pläne habt für Notfall-Dinger, Quarantäne und so weiter. Falls ich in Quarantäne komme, werde ich euch kleine Videos drehen und werde euch dann informieren. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatment@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.